Siebtes Kapitel. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich nach dem Gespräch mit Tante Well wieder beruhigt hatte. Ich war so wütend und verwirrt, dass ich nicht wusste, ob ich schreien, weinen oder um mich schlagen sollte. Ich versuchte verzweifelt, mich abzulenken, indem ich einen Roman durchblätterte, der auf dem Nachttisch lag und nebenher noch den Fernseher laufen ließ. Doch ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Selbst die Songs auf meinem iPod schienen die Wut und Enttäuschung in meinem Herzen nur noch zu verstärken. In meinem Kopf wirbelte alles durcheinander und egal, was ich tat, ich konnte weder einen klaren Gedanken fassen, noch dem Wirrwarr aus Gedankenfetzen entfliehen. Als ich gerade begann, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, doch ein Beruhigungsmittel zu nehmen, zumindest wäre ich dann für eine Weile weit weg von allen Sorgen, vibrierte mein Handy. Es war eine SMS von Nash. »Alles in Ordnung?« »Alles klar«, schrieb ich zurück. Eine glatte Lüge. »Und bei dir?« Am liebsten hätte ich ihm gesagt, dass er recht gehabt hatte. Ich hätte es meiner Tante nicht erzählen sollen. Doch für so viel Text reichte eine SMS nicht aus. »Auch bin McCarter«, antwortete er. »Meld mich bald.« Ich überlegte kurz, ob ich Emma eine SMS schicken sollte. Aber sie hatte ja immer noch Hausarrest. Und so wie ich ihre Mutter kannte, dachte sie nicht im Traum daran, das Strafmaß herabzusetzen, ganz egal, ob Emma den Tod einer Klassenkameradin mit angesehen hatte. Deprimiert und völlig erschöpft schlief ich schließlich mitten in einem Film ein und wachte erst eine knappe Stunde später auf. Der Fernseher lief noch. Ich stand auf und schaltete ihn aus. Im selben Moment wurde mir klar, dass ich beinahe etwas Wichtiges verschlafen hätte. Oder zumindest etwas Interessantes. In der plötzlichen Stille hörte ich meine Tante und meinen Onkel miteinander streiten. Sie sprachen so leise, dass ich nichts verstand, deshalb öffnete ich vorsichtig die Zimmertür und spähte in den leeren Flur. Sie waren in der Küche. Ich sah ihre Schatten an der Wand. Meine Tante lief aufgeregt hin und her und mitten in der Diskussion hörte ich sie meinen Namen flüstern, extra leise, damit ich nichts mitbekam. Ich schluckte schwer. Bestimmt wollte sie Onkel Brandon dazu überreden, mich wieder ins Krankenhaus einzuweisen. Das würde ich auf keinen Fall zulassen. Wütend stieß ich die Tür ein Stück weiter auf und schlüpfte hinaus in den Flur. Wenn mein Onkel Wells Forderungen nachgab, würde ich ihm mutig entgegentreten und ihm klarmachen, dass ich auf keinen Fall mitkam. Oder ins Auto springen und abhauen, bis sie es sich anders überlegt hatten. Ich könnte zu Emma fahren. Nein, sie hätte ja Hausarrest. Dann zu Nash. Jeder Ort war besser als diese Psychiatrie. Meter für Meter schlich ich mich auf den dicken Socken nahezu geräuschlos vorwärts. Kurz vor der Küchentür hörte ich meinen Onkel deutlich und blieb wie angewurzelt stehen. »Du übertreibst, Valerie«, zischte er. »Letztes Mal hat sie es auch durchgestanden, also schafft sie es diesmal wieder. Ich finde nicht, dass wir ihn deshalb der Arbeit stören sollten.« »Deshalb der Arbeit stören sollten? Okay.« Es tat gut zu hören, dass mein Onkel auf meiner Seite war, auch wenn er nicht an meiner Vorahnung glaubte. Dass sich Dr. Nelson vom Anruf eines Patienten gestört fühlen sollte, konnte ich mir allerdings kaum vorstellen. Ganz abgesehen davon, dass er doch dafür bezahlt wurde, sich um Patienten zu kümmern. »Was sollen wir sonst machen?« Tante Well seufzte und ich hörte einen Stuhl über dem Boden scharren. Der Schatten meines Onkels bewegte sich. »Kelly ist völlig aufgewühlt und ich habe es nur noch schlimmer gemacht.« Sie weiß, dass etwas nicht stimmt. Ich wollte, dass sie ein Beruhigungsmittel nimmt, aber sie hat die Flasche an die Kühlschranktür geworfen. Onkel Brandon lachte leise. Sie weiß genau, dass sie diese verdammten Tabletten nicht braucht. Ja, genau. Der plötzliche Stimmungsumschwung meines Onkels überraschte mich. Es klang fast so, als hätte er seine Zweifel überwunden. Natürlich nicht, erwiderte Tante Well. Die Tabletten sind ja auch nur eine vorübergehende Lösung. Man behebe einen Riss im Staudamm auch nicht, indem man den Finger auf den Riss hält. Was sie wirklich braucht, ist dein Bruder. Und wenn du ihn nicht anrufst, mache ich es eben. Dad? Tante Well wollte, dass Brandon meinen Dad anrief und nicht Dr. Nelson? Mein Onkel seufzte. Ich habe keine Lust, jetzt alles aufzuwühlen, wenn wir es noch etwas hinauszögern können. Ich hörte am Quietschen, dass jemand die Kühlschranktür geöffnet hatte und kurz danach das charakteristische Knacken einer Cola-Dose, wenn sie geöffnet wurde. »Es ist purer Zufall, dass es zweimal in einer Woche passiert ist. Vielleicht haben wir jetzt ein ganzes Jahr lang Ruhe. Oder noch länger.« Tante Well schnaubte verächtlich. »Brandon, du hast sie weder gesehen noch mit ihr geredet. Sie hat Angst, dass sie verrückt wird. Ihre Zeit ist sowieso schon geliehen. Und ich möchte nicht, dass sie den Rest davon in dem Glauben verbringt, sie wäre verrückt.« »Geliehene Zeit?«
Ich bekam einen solchen Schrecken, dass mein Herz für einen Moment stillzustehen schien. Was hatte das zu bedeuten? War ich krank? Musste ich sterben? Warum hatten sie mir nichts gesagt? Und wieso fühlte ich mich dann gesund, abgesehen von meinen Todesahnungen? Und wenn das zutraf, müsste ich auch meinen Tod nicht vorhersehen? Onkel Brandon stieß einen tiefen Seufzer aus und ich hörte einen Stuhl knarren, als er sich hinsetzte. »In Ordnung. Rufen wir ihn an, wenn du willst. Du hast wahrscheinlich recht. Ich hatte bloß gehofft, dass wir noch 1 oder 2 Jahre verschont bleiben. Zumindest, bis sie mit der Schule fertig ist. Da können wir nie sicher sein,« Tante Welts Schatten bewegte sich in Richtung Tür und ich huschte so schnell wie möglich zurück in den Flur. Dann blieb sie stehen. »Wo ist die Nummer?« »Hier, nimm mein Handy. Es ist der 2. Eintrag in der Kontaktliste.« Der Schatten meiner Tante entfernte sich wieder. »Bist du sicher, dass du es nicht selber machen willst?« »Ganz sicher.« Wieder hörte ich einen Stuhl über den Boden schrammen und eine Reihe hoher Pieptöne ließ darauf schließen, dass meine Tante die Nummer meines Vaters wählte. Ich hielt den Atem an, um ja kein Wort von dem zu verpassen, was auch immer sie vor mir verheimlichten. »Aiden, ich bin's, Valerie«, sagte meine Tante. Sie schwieg kurz. Ich konnte leider nicht hören, was mein Vater antwortete. »Uns geht es gut. Brandon sitzt neben mir. Hör zu, ich rufe wegen Kaylee an.« Wieder Schweigen. Diesmal drang verzerrt eine Stimme aus dem Hörer, die ich nur entfernt mit meinem Vater in Zusammenhang bringen konnte. Wells Silhouette schien auf dem Stuhl zusammenzusinken. »Ich weiß, aber es ist schon wieder passiert.« Pause. »Natürlich bin ich sicher. 2 Mal in den letzten 3 Tagen. Sie hat mir jetzt erst davon erzählt, sonst hätte ich dich schon früher angerufen. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, Stillschweigen darüber zu bewahren.« Wieder hörte ich die Stimme meines Vaters verzerrt. »Das habe ich ja, aber sie will nichts nehmen. Und ich werde sie nicht dazu zwingen. Ich denke, es ist zu spät für Medikamente, Aiden. Es ist Zeit für die Wahrheit. Das ist das Mindeste, was du für sie tun kannst. Und du bist es ihr schuldig.« »Schulden?« Natürlich schuldete er mir die Wahrheit. Wie schrecklich sie auch war. Das galt für sie alle. Ja, aber ich bin der Meinung, dass sie es von ihrem Vater erfahren sollte. Will wurde allmählich wütend. Mein Vater hatte die Stimme gehoben und versuchte zweifellos mit Will zu diskutieren. Dabei wusste er genau, dass es aussichtslos war. Hatte sich Will erst einmal etwas in den Kopf gesetzt, konnte niemand etwas daran ändern. Aiden Cavanaugh! Du schwingst jetzt sofort deinen Hintern in ein Flugzeug und ich schicke dir deine Tochter zu dir. Sie hat die Wahrheit verdient und du wirst sie ihr sagen, egal wie. Völlig schockiert und durcheinander, aber auch ein bisschen stolz auf meine Tante, schlich ich zurück in mein Zimmer. Worum auch immer es bei dieser mysteriösen Wahrheit handelte, Well hatte sich dafür eingesetzt, dass ich sie erfuhr. Und sie war nicht der Meinung, dass ich den Verstand verlor, genauso wenig wie Brandon. Auch wenn sie anscheinend glaubten, dass ich sterben musste. Da wäre ich doch lieber verrückt. Ich hatte noch nie ernsthaft über meinen Tod nachgedacht. Und mich überraschte, dass mich die Vorstellung nicht komplett lähmte, besonders weil ich erst vor ein paar Stunden miterlebt hatte, wie jemand gestorben war. Doch momentan fühlte ich mich einfach nur betäubt. Die Angst lauerte tief in mir. Sie schnürte mir die Kehle zu und ließ mein Herz wie verrückt klopfen. Aber gleichzeitig war die Angst weit entfernt, weil ich mir nur schwer vorstellen konnte, dass ich eines Tages einfach nicht mehr existieren sollte. Vielleicht hatte ich die Nachricht auch nur noch nicht verarbeitet. Auf jeden Fall musste ich die ganze Sache dringend mit jemandem besprechen, der keine Geheimnisse vor mir hatte. Also schrieb ich doch eine SMS an Emma für den Fall, dass ihre Mutter die Telefonsperre aufgehoben hatte. Wenige Minuten später erhielt ich eine Antwort von Emmas Mutter. Sie schrieb mir, dass Emma noch Hausarrest hatte, wir uns aber am nächsten Tag bei Meredith's Gedenkgottesdienst sehen könnten. Ich schrieb zurück, dass ich dort sein würde und warf das Handy entnervt aufs Bett. Wofür war die moderne Technik gut, wenn meine Freunde keinen Zugriff darauf hatten? Ganz kurz. Oh, es gibt doch noch ein paar Seiten. Oder lieber mit anderen Freunden abhängen? Zur Ablenkung schaltete ich den Fernseher an, hörte jedoch nur mit halbem Ohr zu. Ich musste ständig an das Gespräch von Val und Brandon denken, analysierte jedes einzelne Wort und versuchte, mir einen Reim darauf zu machen. Was hielten sie geheim? Ich war krank, so viel war klar. Was sollte sonst mit geliehener Zeit gemeint sein? Aber welche Krankheit verursachte Todesahnungen und führte über kurz oder lang zum Tod?
frühzeitige Demenz schloss ich aus, nachdem ich die Medikamente offensichtlich nicht mehr brauchte. Bei welcher Krankheit hielt man sich selbst für verrückt? Ich achtete überhaupt nicht mehr auf den Fernseher und schaltete das Notebook an, das mir mein Vater letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt hatte. Als es langsam hochfuhr, verspürte ich ein unangenehmes Kribbeln im Bauch und das Unbehagen wurde stärker. Jetzt kam die Angst, auf die ich die ganze Zeit gewartet hatte, doch noch. Ich werde sterben. Die Vorstellung war so furchtbar, dass ich Panik bekam. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis der Rechner hochgefahren war, aber ich konnte nicht so lange still sitzen. Stattdessen stellte ich mich vor den Kleiderschrank und schaute vorsichtig in den Spiegel. Wenn ich wirklich den Löffel abgeben musste, würde ich es doch sehen. Würde ich es doch sehen. Bei den anderen sah ich es schließlich auch. Doch der Anblick meines Spiegelbilds löste in mir nichts außer der üblichen Enttäuschung darüber aus, dass ich, im Gegensatz zu meiner Cousine, blasse Haut und ein absolutes Durchschnittsgesicht hatte. Vielleicht funktionierte das Ganze bei Spiegelbildern nicht. Schließlich hatte ich keines der Mädchen je im Spiegel gesehen. Mit angehaltenem Atem wandte ich den Blick vom Spiegel und schaute an mir herunter. Ich war mir nicht sicher, wovor ich mehr Angst hatte, dass ich den Drang verspüren würde, zu schreien oder eben nicht. Ich spürte rein gar nichts. Hieß das etwa, dass ich nicht sterben musste? Oder dass meine unheimliche Gabe bei mir nicht funktionierte? Oder nur, dass der Tod noch einige Zeit auf sich warten ließ? Oh, das ergab alles keinen Sinn! Als das Notebook piepte, ließ ich mich auf den Schreibtischstuhl fallen und öffnete den Internetbrowser. Ich gab häufigste Todesursache bei Teenagern in die Suchleiste ein und wartete mit klopfendem Herzen und einem Hauch krankhafter Vorfreude auf die Suchergebnisse. Der erste Treffer listete die 10 häufigsten Todesursachen für Menschen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren auf. Auf den Top 3 standen Unfallverletzung, Mord und Selbstmord. Ich hatte nicht vor, mein Leben zu beenden, und Unfälle konnte niemand vorhersagen, genauso wenig wie Mord, es sei denn, meine Tante und mein Onkel wollten das höchstpersönlich erledigen. Weiter unten auf der Liste fanden sich ein paar furchterregende Einträge, wie zum Beispiel Herzkrankheiten, Atemwegsinfekte und Diabetes. All diese Krankheiten verursachten jedoch eindeutige und vor allem unübersehbare Symptome. Blieb nur die vierthäufigste Todesursache bei Menschen meines Alters. Malignom. Das Wort musste ich nachschlagen. Ich fand eine medizinische Fachseite, wurde aus dem wissenschaftlichen Gerede allerdings nicht so recht schlau. Unter dem Artikel stand jedoch eine für Laien verständliche Begriffserklärung. Malignom war ein Fachausdruck für Krebs. Krebs. Plötzlich schienen alle Hoffnungen, die ich je gehegt hatte, zu schwinden. All meine Träume zerplatzten. Ich hatte einen Tumor. Was konnte es sonst sein? Es musste ein Gehirntumor sein, der meine Wahrnehmung beeinflusste. Deshalb wusste ich so viel oder glaubte es zu wissen. Bedeutete das, dass meine Ahnungen nicht real waren? Handelte es sich tatsächlich um Wahnvorstellungen, hervorgerufen durch den Tumor? Um reine Sinnestäuschungen? Hatte ich mir vielleicht nach dem Tod von Heidi und Meredith eingeredet, dass ich es vorausgeahnt hatte? Nein, es war unmöglich. Ich weigerte mich zu glauben, dass irgendeine Krankheit, außer vielleicht Alzheimer, stark genug war, um mein Gedächtnis zu überschreiben. Panisch tippte ich Symptome eines Gehirntumors in die Suchmaschine ein. Der erste Treffer war eine Onkologie-Seite, auf der 7 Arten von Gehirntumoren und deren Hauptsymptome aufgelistet waren. Ich hatte keines davon, weder Übelkeit noch Krampfanfälle oder Hörverlust. Keine Sprachstörungen oder motorischen Einschränkungen, kein Verlust der räumlichen Wahrnehmung. Mir war weder schwindelig, noch hatte ich Kopfschmerzen oder Muskelschwäche. Zum Glück war ich auch nicht inkontinent, hatte keine unerklärlichen Blutungen oder Schwellungen. Und mein Urteilsvermögen war auch nicht getrübt. Okay, man hätte dagegen halten können, dass ich mich in einen Nachtclub geschlichen hatte. Aber meine Entscheidungsfähigkeit war für jemanden in meinem Alter ganz normal, eher gut ausgeprägt im Vergleich zu einer gewissen verzogenen, in anderen Leute autokotzende Cousine, deren Name jetzt nicht genannt werden sollte. Gerade wollte ich einen Gehirntumor ausschließen, da las ich den Abschnitt über Tumoren im Temporallappen. Laut Internet konnte ein Geschwulst in der Schläfe die Sprachfähigkeit beeinflussen und Anfälle auslösen. Genauso oft blieb der Patient jedoch völlig symptomfrei. So wie ich. Das musste es sein. Ich hatte einen Tumor im Schläfenlappen.
Aber woher wussten Mel und Brandon das? Und wie lange schon? Mir zitterten so stark die Hände, dass ich ein völlig unsinniges Wort in die Suchleiste eingab. Ich schob den Stuhl zurück und klappte den Laptop zu, ohne ihn runterzufahren. Ich musste mit jemandem reden. Und zwar sofort. Ich stieß den Stuhl aus dem Weg, bevor ich auf Händen und Knien aufs Bett krabbelte. Das Handy lag noch auf der Tagesdecke. Das Telefon in der Hand lehnte mich in das Kopfteil des Betts und zog die Knie an die Brust. Mir kamen die Tränen, als ich in meinen Kontaktdaten nach Nashs Nummer suchte. Als er abnahm, waren meine Wangen schon nass. Hallo? Nee, hallo? Er klang unkonzentriert. Im Hintergrund hörte ich gedämpfte Kampfgeräusche und die Stimme deiner Kumpels. Hey, ich bin's, sagte ich und zog lautstark die Nase hoch. Ellie? Ich hörte etwas rascheln, als er sich aufsetzte. Jetzt war ich mir seiner Aufmerksamkeit sicher. Was ist los? Er senkte die Stimme zu einem dringlichen Flüstern. Ist es schon wieder passiert? Nein. Bist du noch bei Scott? Ja, warte kurz. Ich hörte es wieder rascheln, dann Nashs Stimme. Hier, Mann, übernimm du mal. Es folgten Schritte und die Hintergrundgeräusche wurden leiser, bis ich sie gar nicht mehr hörte. Was ist los? Ich zögerte und drehte mich auf den Bauch. Nash gab sich sicher nicht mit mir ab, um mit mir ständigen Dramen zu erleben. Allerdings hatte er sich trotz meiner Todesahnungen auch noch nicht aus dem Staub gemacht und ich musste mit jemandem reden. Entweder Nash oder Emmas Mutter. Das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich blöd und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, aber ich habe eine Diskussion zwischen meiner Tante und meinem Onkel belauscht, woraufhin Val meinen Dad angerufen hat. Angestrengt unterdrückte ich ein Schluchzen und wischte mir die Tränen aus dem Gesicht. Nash, ich glaube, ich werde sterben. Am anderen Ende der Leitung herrschte verdutztes Schweigen, nur vom Motorengeräusch eines vorbeifahrenden Autos unterbrochen. Wahrscheinlich war Nash zum Telefonieren vor die Tür gegangen. Moment mal, das verstehe ich jetzt nicht. Wie kommst du darauf, dass du stirbst? Ich faltete mein Daunenkissen und legte die Wange drauf. Der Stoff fühlte sich angenehm kühl am verweinten Gesicht an. Mein Onkel hat gesagt, dass er sich wünscht, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit. Dann hat Tante Val meinen Vater am Telefon gebeten, mir die Wahrheit zu sagen, damit ich nicht länger glaube, ich wäre verrückt. Ich habe bestimmt einen Gehirntumor. Kaylee, das ergibt doch alles keinen Sinn. Du hast bestimmt irgendetwas missverstanden. Ich hörte Schritte auf Beton. Es klang, als lief er auf den Bürgersteig. Was genau haben sie gesagt? Ich setzte mich auf und atmete tief durch, um mich zu beruhigen. Kein Wunder, dass Nash nur Bahnhof verstand. Ich redete wirklich wirres Zeug. Also, Tante Val hat gesagt, dass meine Zeit geliehen ist und dass ich sie nicht damit verbringen sollte, zu glauben, ich wäre verrückt. Sie hat meinen Dad klargemacht, dass es an der Zeit ist, mir die Wahrheit zu sagen. Ich sprang auf und ging nervös auf dem flauschigen lila Bettvorleger auf und ab. Das kann doch nur eines bedeuten, dass ich sterbe. Und sie möchte, dass er es mir sagt. Na tja, offensichtlich gibt es irgendetwas sehr Wichtiges, das sie dir sagen wollen. Aber ich bezweifle, dass du einen Gehirntumor hast. Dann müsstest du doch irgendwelche Symptome haben, oder nicht? Ich ließ mich auf den Schreibtischstuhl plumpsen und klappte das Notebook wieder auf. Ich habe im Internet recherchiert und... Du hast über Gehirntumore recherchiert? Jetzt gerade? Nash schwieg, ich hörte keine Schritte mehr. Kelly, ist es wegen Meredith? Nein! Ich stieß mich so ungestüm von der Tischkante ab, dass ich mit dem Stuhl gegen das Bett knallte. Ich versuche lediglich herauszufinden, was mit mir passiert. Und ein Tumor ist das Einzige, was einigermaßen logisch klingt. Frustriert fuhr ich mit der Hand übers Gesicht. Sie halten mich nicht für verrückt, also ist es nichts Psychisches. Ich konnte ihm gar nicht sagen, wie erleichtert ich darüber war. Es muss etwas Körperliches sein. Und du glaubst, es ist ein Hirntumor. Was soll ich sonst glauben? Es gibt eine Art von Hirntumor, die gar keine Symptome verursacht. Vielleicht ist es ja das. Warte mal. Ein Windschuss rauscht im Hörer. Du glaubst also, du hast einen Hirntumor, weil du keine Symptome hast? Er hatte recht, das klang alles völlig hirnrissig. Ich schloss die Augen und lehnte den Kopf an die Stuhllehne. Vielleicht sind diese Vorahnungen ja das Symptom einer harten Halluzination. Nash lachte. Du hast keine Halluzination, Kaylee. Es sei denn, Emma und ich haben auch einen Hirntumor. Wir haben beide gesehen, wie du zwei Todesfälle vorausgesagt hast. Einen davon haben wir sogar miterlebt.
Das hast du dir nicht eingebildet. Ich atmete erleichtert auf. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Es tat gut, wenn auch nur ein kleines bisschen, zu wissen, dass ich zumindest bei klarem Verstand sterben würde. Dann bin ich ja froh. In seiner Stimme schwang ein Lächeln mit. Ich lächelte instinktiv auch. Ich drehte mich mitsamt im Stuhl herum und stellte die Füße auf den Nachttisch. Vielleicht kommen die Vorahnungen wirklich von dem Tumor, weil ich irgendeinen Teil meines Gehirns an... weil irgendein Teil meines Gehirns anregt, den die meisten Menschen gar nicht nutzen. So wie bei John Travolta in diesem alten Film. Saturday Night Fever? Nein, nicht so alt. Trotz des ernsten Themas musste ich lachen. Es war unglaublich, wie leicht Nash mich beruhigen konnte, sogar übers Telefon. Seine Stimme hypnotisierte mich. Sie war wie eine Art akustische Beruhigungsmittel. Daran konnte ich mich gewöhnen. Ich meine den Film, in dem er mit Kraft seiner Gedanken Gegenstände bewegen kann und Sprachen nur dadurch lernt, dass er ein einziges Buch liest. Und am Schluss kommt alles daher, dass er einen Gehirntumor hat und sterben wird. Den habe ich wohl nicht gesehen. Er entwickelt lauter abgefahrene Fähigkeiten und dann stirbt er. Es ist wirklich tragisch. Ich will aber nicht tragisch sein, Nash. Ich möchte leben. Auf einen Schlag kehren die Tränen zurück. In den letzten Tagen war das Thema Tod allgegenwärtig geworden, auch bevor ich an meinen gedacht hatte. Du musst mir vertrauen, Kaylee. Ich hörte Nash Schritte, dann fiel eine Tür ins Schloss. Das Rauschen des Windes war abgeschnitten. Deine Vorahnungen kommen von keinem Gehirntumor. Egal, worüber deine Tante und dein Onkel gesprochen haben, das haben sie nicht gemeint. Woher weißt du das? Gereizt wischte ich mir die Tränen aus dem Gesicht. Normalerweise wurde ich nicht so schnell emotional. War das vielleicht noch ein Symptom des Tumors? Nash seufzte, aber er klang nicht genervt, sondern besorgt. Wir müssen reden. Ich hole dich in 10 Minuten ab.